Hast du Hoffnung? Natürlich. Das Spiel uns so schnell was machen lassen würde. Ja. Geh weg, ich will hier erst noch was sammeln. Ich will auch noch was sammeln. Okay. So. Und zwar eine Hose auf 96. Die nehme ich auf jeden Fall ganz gerne mit. Und wenn die Scale-Dinger hier vorne gerade schon so im Heer flattern, dann nimmt das Scale auch noch mit. Das Scale-Geld. Hm. Brauchst du eine Waffe auf Level 102? Ja, wissen sie schon, aber nö. Ich kann mich ja nachher noch ausstatten, also von daher. Das passt schon. So. Rosebuds Unterschlupf ist irgendwo in der Region West Coast. West Coast Run, Wild Coast. Hier können wir runtergehen. Ist eine Schieflage, das passt aber. Man kann ja auch mal anecken. Noch ist er nicht kaputt. Noch nicht. Oh, ich glaube, hier ist der Fight, oder? Dürfen wir sie hier challengen? Winkel. Riesengroßes Gebiet, was hier gerade ist. Oh. Ich hab heute noch was vor. Hi. Hey, herkomm. Nicht schießen. Ich ergebe mich. Bitte nicht schießen. Ganz ruhig. Ich will Ihnen helfen. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, Sie gehören zu denen. Ich dachte, Sie wären zu zweit hier draußen. Waren wir. Ich meine, wir sind zusammen entkommen. Aber es war einfach zu viel. Ich wollte mich verstecken, aber meine Freundin hat das nicht ausgehalten. Sie ist den Wurfs hinterher. Ein guter Plan, wenn man sterben will. Das war ihr egal. Sie dachte, es sei eh alles verloren. Können Sie ihr helfen? Bitte. Sie lief in Richtung Lake Borkington. Bitte finden und retten Sie sie. Ich tue, was ich kann. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Okay. Okay. 2,6 Kilometer. Also wird Rosebud hier doch das Letzte sein, was wir heute machen. Dann sind wir nämlich wieder bei 2 Stunden. Dann haben wir die restlichen 4 Missionen. Würde ich jetzt mal schätzen, dass das die restlichen 4 Missionen sind. Von Episode 1 dann durch. Also beziehungsweise beim nächsten Mal sind es auch nochmal 2 Stunden. Auch von daher passt es ein bisschen besser. So. Ja, am Hang. Ja, ich hoffe, dass du einsteigen kannst. Jawohl, sehr schön. Gekonnt. Jetzt nur nicht am Berg hängen bleiben, okay. Das sieht aber auch scheiße aus, ne? Wenn die Grafiken nachladen müssen. Richtig schön matschig. Rosebuds Unterschlupf ist irgendwo in Wild. Da sind wir. Rosebuds Basis wird von Felsen geschützt. Unterschlupf ist in der Nähe von Lake Bulkton. Der zu überleben ist auf der Insel in Lake Bulkton gegangen. Auf. Nicht in. Auf. Ja gut. Kannst du da mal gucken, wie das da unten aussieht mit dem Sniper-Gewehr unten? Sehe. Ja, das ist genau out of my angle. Warte, da unten steht auf jeden Fall einer. Wenn du mich jetzt hier runterlässt, kann ich den absnipen, dann solltest du darauf landen können. Oh, das ist der Weg. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Solide. Warte. Fliegen wir in eine andere Richtung. So. Hier ist schon klar, dass ich den aus der, der Richtung. Der steht am anderen Ende. Scheiße. Rüberschwimmen. Habe ich mir auch so gedacht. Ich wollte mich halt jetzt nicht mit den allen da kolloppen in der Zeit, wo da auch noch ein fetter Konvoi lang fährt. Das wäre schon wie ausgeartet. Nicht. Nee.
Also, ne, man hat es nicht gehört. Sie meint nicht, was ich, sie weiß nicht, was ich meine, also. Achso. Sogar ein zweiter Konvoi wäre da so gekommen. Oh, das ist jemand, den wir verhören müssen. Retten. Ich will aber meine Wasserflasche nachfüllen. Ah. So, Alte. Hey. Kein Grund zur Sorge. Zurück, sonst lege ich sie um. Hey, ganz ruhig. Ich tue ihnen nichts. Ich bin hier, um sie zu retten. Ich kann nicht mehr vor diesen Leuten davonlaufen. Jemand muss sie aufhalten. Ja, und dieser jemand bin ich. Diese Leute sind gefährlich. Überlassen Sie das einem Profi. Gut, ich weiß eh nicht, was ich hier tue. Sie müssen Rosebud aufhalten. Sie müssen sie töten. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Wir sitzen hier in der Falle und das weiß sie. Also lässt sie sich Zeit, die kranke Schlampe. Sie ist in ihrem Lager, nordwestlich des Sees. Wahrscheinlich, um Nachschub zu holen. Aber sie kommt bald wieder, keine Frage. Gut, dann warte ich auf Sie. Laufen Sie zurück zu Ihrer Freundin. Und dann gehen Sie beide nach Erewhon. Da sind Sie sicher. Und was haben Sie vor? Ich beende das hier. Das weiß ich zu schätzen. Ja gut. 450 Meter. Oh, das war der Knopf. Wolltest du den Typen da hinten killen, oder was? Na, ich wollte eigentlich die Luft anhalten, aber irgendwie... Leertaste. Also. Hey, nicht cool. Kommt die her? Kommt die nicht her? Oh, gut. So, ich mal begebe mich mal rüber. Zu der Ollen. Ich mach mal einen Fisch. Blub. Ja, blub, blub. Einfach mal am Tauchen. Und was sagt die Zeit? Ja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Wie oft willst du eigentlich noch auf die Zeit gucken? Ja, das passt. So, dass die Zeit passt, passt. So oft wird drauf geguckt, bis sie passt. Okay. Nee, und wenn sie nicht passt, wird sie einmal noch mehr angestarrt. Ja, genau. Dann stellt sie sich nochmal automatisch richtig. Mhm. So ist es. So, mal gucken, was der Rosebud zu bieten hat. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebiet, was er sich hier ausgesucht hat. Gut, eine Scharfschütze, eine Elite-Person. Ist da ein bisschen mehr kommt, das eigentlich, sollte eigentlich relativ klar sein. Ah, der sieht mich halt auch. Ja, komm, zeig deinen Kopf. So. Weil die Wolves hier haben eigentlich, oder oftmals, gar nicht mal so ein schlechtes Equipment. Das würde ich ganz gerne ausnutzen. Da haben wir hier eine AK. Eine 97er AK. Nehmen wir mit. So, da oben haben wir einen Sniper. Da haben wir eine Drohne oder sowas. Gucken, kriegt den Sniper. Sie ist im Außenposten Blue Tiger. Und tschüss. Sie war im Ausbruch. Alter. Das ist ja voll easy. Ich dachte, da kommt jetzt ein übelster Fight. Das ist ja langweilig. Ja. Zack. Laden wir mal kurz mal unsere starken Patronen nach, weil ich will die Drohne... Fliegende Drohne oder fahrende Drohne? Ist das scheißegal? Beide. Ja gut, dann fährt hier nämlich ein umher. Einfach gegnerische Drohnen. Komm. Dann geh ich mal weiter vor. Die kreist genau in der Mitte umher. Da oben waren noch zwei, drei. Ich hoffe, ich habe genug Munition dafür. Ja, warum nicht? Nicht, dass die ewig lange braucht, bis die dann dauert. Ja, ich kann ja noch mal... Gut, ich kann ja noch zur Noten mit drauf schießen, denn... Ja, aber... Ich suche erst den... Was?
Was? Also er hat es nicht kommen sehen. Achso, da oben. Greife Ziele an. Alle bereit machen. Da oben. Also manchmal verstecken die sich halt so dermaßen ekelhaft, dass man die überhaupt nicht sieht. Nein. So, der ist auch tot. Ich kümmere mich gerade mal um mein Geschütz hier. So, Geschütz ist tot. Und dann haben wir noch einen Typen. Ah, komm hier. Der ist auch gleich tot. DOD. Okay. Also die Drohne hat auf jeden Fall sehr stark Bock auf mich. So wie jeder gefühlt. Oh. So. Dann werde ich mal die Leiter benutzen. Na, geh doch, Mutter. Hä? Wo? Das kann rein theoretisch nur noch die Drohne sein. Nee, es muss ein Scharfschütze. Ach, da oben. Jo, ich sehe ihn. Ich muss mich kurz regenerieren. Jetzt ist er tot. So. Hier gibt es sogar eine Waffe. Cool. Nebenauftrag erfüllt. Kompensator. SSG-Kompensator. Ich hetze dir mal ein bisschen runter. Ah, den Rest musst du halt machen. Wenn ich da drauf schieße, kann sein, dass ich den kaputt mache. So, Einsatz abgeschlossen. Somit haben wir Rosebud hier durch. Und ich habe noch eine Menge was zu einzusammeln. Ernsthaft, das war's schon? Ja. 98er, wow. Silvester, cool. Die nehmen wir mit. Das heißt, wir haben auch jetzt eine Special Sniper. Kriegen wir sogar als Blaupause. Sehr, sehr geil. So, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, das langt erstmal für... die Zeit jetzt passt natürlich, wie gesagt, von der Aufnahmezeit. Es sind knapp 2 Stunden wieder mal. Und bevor es halt beim nächsten Mal wieder ein bisschen doof vom Schneiden her ist, würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut und hören mit der Aufnahme aus. Dann sind halt 4 Missionen. Das sind dann auch nochmal eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde wahrscheinlich. Lässt sich auf jeden Fall besser schneiden als alles andere. Und damit sind wir auch raus. So, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt dann noch als Auftrag Silverback Flycatcher und dann geht's gegen Lieutenant Commander Cole D. Walker mit 2 Haupteinsätzen. Einmal ein Vorgeplänkel und einmal wahrscheinlich dann der richtige Kampf. Das ist natürlich Episode 1, Episode 2 und 3. Da müssen wir nochmal überlegen, ob wir die denn nochmal machen irgendwann. Da brauchen wir, oder braucht einer von uns halt den Season Pass, den kann man jetzt halt machen. Aber das würde halt, wenn dann eh Zwischenprojekt, beziehungsweise jetzt nach Ghost Raccoon Projekt, dann vielleicht Ghost Raccoon, dann wieder ein anderes Projekt und dann wieder Ghost Raccoon, sodass man halt nicht gefühlt 10 Jahre Ghost Raccoon am Stück sieht. So, nun gut, dann würde ich sagen, genug gelabert, reicht für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao.